So, guten Morgen, willkommen zurück zu Wolfenhain. Ich muss noch kurz mein Mikrofon richten neu, warum auch immer. Egal, dann kann es auch schon losgehen. Ja, mit Spielstand 1. Wir sind im Sumpf. Ich dachte, es ist dumpf, ich stecke im Sumpf. Ich habe keine Heilung mehr. Moment, war ich da nicht schon vorbei? Ja. Das hatte. Hey? Ach, ich glaube, ich bin da irgendwo gestorben, oder? Gedächtnis und so nicht vorhanden, ne? Ach, ich speichere einfach mal irgendwo. Sind alles dieselben. Boah. Gut. Ah ja, richtig, genau, da war ja was. Die haben mich irgendwie getötet. Diese Schufte! Ach komm, sind wir mal nicht so. Ach ja, der kann ja nichts mehr benutzen. Auch keine Heilung mehr und nichts mehr. Und oh, ich schläft schon wieder oder ist betäubt oder. Keine Ahnung. Oh. Nee, das wird richtig unlustig noch, habe ich das Gefühl. Und ich sage richtig unlustig, meine ich scheiße. Schön. Warum schlage ich jetzt normal zu? Weil ich es kann. Das ist immer ein gutes Argument, weil man es kann. Ja. Er wirkt nicht auf magische Art und Weise neben. Nein. Ich glaube, ich muss erstmal zurückgehen. Nochmal die ganze Sache überschlagen. Doch, ja, ich sollte nochmal zurückgehen, weil ohne Heilung und so ist das eher ungünstig. Ich könnte auch Magie, Regenerationstrank oder sowas saugen. Obwohl, die habe ich. Habe ich die? Nee, die habe ich nicht alle verfeuert. Fuss. Habe ich dann wirklich einen Fussel gefunden? Soll ich mit dem Fussel anfangen? Das ist keine Ahnung. Das ist wie ein Fallout 2. Ja, Fallout 2 war's. Wo diesen einen Typen im Bunker 8, glaube ich, klauen konnte, der hatte auch nur Fusseln dabei. Warum auch immer? Hey, guck mal, ich hab Fusseln. Hey, die verkaufe ich jetzt für 1 Million. Kronkorken. Deckel war's. Wollen ja mal hier bei der Wahrheit bleiben. Und warum müssen sich die Leute auf Weltkarten immer so langsam. Oh nee, oder? Ich wollte hier jetzt schlafen. Versteckt euch, versteckt euch. Was machst du denn, Baum, Bursche? Psst. Oh, ich wollte hier jetzt schlafen und so. Hier ist er auch! Warum läuft der rückwärts? Michael Jackson! Hoho, er hat's als. Also hier ist der. Ist gar nicht tot. Was ist das du gefahren? Ein Wiedergänger! Ein Fußgänger! Ich muss, ich darf, ihr Götter! Dazwischen oder er ist verloren. Und ich schach noch, trink aus, Schneckenkehle! Hier draußen ist was! Quatsch nicht, hau dir drauf! Er hat aber einen großen Hammer. Ha, so geht das, Schwätzer! Mit seinen Händen. Schon klar. Danke. Mach das schon feste Wände, komm, Schweichämpchen! Totenmann auf der Erde! Hast du gehört? Interessante Zeiten brechen an. Na endlich! Nachschub! Allein schaffen wir das noch nie! Was soll ich näher? Wo keiner mehr da ist. Für den kommen wir zu spät! Ich wollte hier jetzt eigentlich ausruhen und so ein Leben regenerieren. Nein!
Das machst du jetzt nicht. War das effektiv? Ja, doch. Geht. Geht. Wir sind ja nicht in einem anderen Spiel. Kann man ihn nicht einfach totheilen? Geht doch in jedem guten Rollenspiel. Den Gegner einfach totheilen, wenn er untot ist. Wahrscheinlich kommt gleich der fette Endboss und ich verfeuer hier schon wieder alles. Was? Bei Timer! Alle Schlupfwünsche, kommt mir endlich einer, der was taugt? Meiner! Schöner Grabstein. Der nächste gehört mir, einer! Diamond halber, aber für zwei, lern zu teilen! Teilen, wie? Dann halt dich bereit! Har har har! Den Rest lässt du rausgucken! Warten wir auf den nächsten. Der wird aber nicht schon wieder geteilt. Sieht so aus, als ob wir das noch alleine schaffen. Scheint so! Sein oder nicht sein? Murphy! Murphy ist tot. Nun ist es leer! Wie kann das Dunkel es wagen, ins reinigende Licht empor zu kriechen? Aston, unsere Schlünde, das Land wird schlimm gemartert. Nee, kann ich nicht mehr ansprechen. Nichts! Früher hat mein Tod wenigstens meine Münze wieder auf den Weg gegeben. War schon Spaß, dafür lasse ich sogar mein Bier stehen. Har, har, har. Hältst du das Dunkel für einen Anlass zum Scherzen? Geh deine Burg zurück, Paladin. Ich bete mit deinen roten Brüdern. Naja, nun bricht Arnors Zeit an. Ah, die Luft schmeckt nach Kampf. Lästerlicher Wicht, dein schwarzer Gott ist nichts anderes als... Na, was ist er? Schlag schon! Jungchen, wir haben jetzt alle Sorgen! Lass den Verrückten noch kommen! Ja, der Schlachtengott meint's gut mit uns. Gut, die Toten erheben sich aus ihren Gräbern! Na eben, kannst du dir etwa einen größeren Feind vorstellen als all die zusammen, die mal gewesen sind? Was stimmt du da für ein Lied an? Hab's gleich gewusst, du hast kein Eisen in deinen Adern. Das ist auch äußerst ungesund, würde ich mal sagen. Hey, kann ich die Kuh mitnehmen? Im Leben wieder nach! Was für ein miserabler Brückenwächter! Das heißt wohl nein. Okay, nee, nein, das... Oh, Blut. Blut. Klag nicht! Dann hätte er erstmal einen ordentlichen Schluck nötig! Warum denn? Das schöne Huhn. Könntest du es mitnehmen? Ein Gummihuhn. Guck mal, da hat Ketchupflasche kaputt gefallen, runtergefallen, ja. Immer das Fell hüten und ihren Auge für sich selbst! Das kommt davon! Ja, ja. Das kennt ja schon. Ja, weil er selbst kein Geld hat. Lass mich raten, das ist alles abgeschossen. Friegel! Naja, verdenken kann man so Leute nicht! Weg vor der Tür, ihr Tagediebe! Aber Frohwin, du hast sie doch nicht einfach dem Stecken da draußen überlassen. Seht, was sie anrichtet! Jetzt macht sie schon das Heimnerisch! Redendreck, der Limbe lässt sein, sein! Hoffentlich wird deine Schlagfertigkeit ausgesetzt, Küken! Genau das meine ich! Oh, wie, bloß wenn man da schon dagegen läuft? Das ist aber schlecht geskriptet. Ganz schlecht. Muss ich aufpassen, sonst laufe ich nochmal hin. Der Baum ist. Na, wenigstens kann ich da drin. Was ist denn hier für ein Auflauf? Eine Chance! Eine Chance? Eine Schanke. Eine Schande! In Angst sind die Leute auch zu den scheußlichen Gräueltaten fähig! Kann nur noch trinken. Ah! Achso, ich dachte an dieser Kreaturtipp mich an. Warum rede ich immer so komisch? Ich fühle ein bisschen voll. Den Wiedergänger will ich schön, dass ich danach noch mal Fleisch war. Ja, legen wir schön Alkohol ein, ne? Und hält's länger. Wo bleibt ihr, Irmina? Wird doch jetzt nicht doch seinen Felddienst verrichten? Du musst doch stark sein! Das meine ich! Er liegt tot am Feld! Tod und Macht, das ist schrecklich, Kunde. 25 ist eine schöne Art, nicht gleich mit der Tür ins Haus zu fallen.
Hat er etwa gerade... Nein, niemand kann schneller essen, als ich gucken kann. Ich bin im Weg, was? Habe ich nicht mal hier meine Ruhe? Denkst du nicht? Wiedergänger, was waren das für friedliche Zeiten, als ein Piratengerücht schon als Gefahr galt? Es funktioniert immer noch. Das ist die Hauptsache. Okay, ich kann nicht mehr reden, egal was ich mache. Aber immer wieder schön, wenn Brunnen eins aufs Maul bekommt. Drei Leute packt die Panik und wer darf wieder stundenlang den Boden schrubben? Achso, das Schankmeil. Sehr männliche Schankmeil. Hieß früher mal Herbert. Na, richtig. Das kennen wir alle schon. Zeiten wie diesen? Nun ja, Verrücktheit ist eben auch eine Quelle der Kundschaft. Was sagt der Doftatsch? Machst du Witze? Guck dich um, wie die Männer die Köpfe zusammenstecken. Es gibt natürlich nur ein Thema, die Heimsuchung aus den Klammen Erde. Zum Glück saß ihr die beiden geweiden, als es passierte. Was hätten wir ohne sie gemacht? Da wäre ich doch schneller gewesen! Hey! Bin ich dir nicht mal eine Stimme in den Kommentar wert? Unterkunft. Ja, ich mach schon nichts kaputt. Nö, ich ruhe mich, will mich nicht ausruhen. Nö. Ich lege mich immer in Betten, ohne mich auszuruhen. Wozu soll das Heil in einer Schlafstätte dienen? Da will ich mir gleich einige Möglichkeiten ein. Oder mal ein paar Sand in Sande. Vielleicht brauchen wir das später noch. Werde die Katze ausblasen. Nein. Was ist überhaupt mit dem Brot? Lag das schon die ganze Zeit da? Den Göttern sei Dank für Teller aus Holz. Was geht ein bisschen hat auch nicht gleich kaputt. Brot! Ja, wenn der Fleisch läge! Dann wäre er mal so ein weiterer Speckling reicher. Nee, das hatten wir auch schon, glaube ich. Ich lieg da schon länger. Ich kann mich nur nicht mehr daran erinnern. Ich kann mich nur an Brot erinnern. Das ist nur Brot. Was soll ich mit Brot? Brot für die Welt. Die Wurstschwester selber. Was soll ich überhaupt diesen Brett, kann ich das Brett nicht irgendwie mitnehmen? Ich meine, was passiert, wenn ich jetzt mitten im Wald bin und irgend so ein Geist erscheint mir, biete mir das ultimative Schwert an im Austausch gegen ein modriges Brett. Ja, dann stehe ich da ohne modriges Brett, ne? Und denk mir, scheiße, hätte ich doch das modrige Brett mal mitgenommen. Ich war auch mal im Rückwärtsgang zur Arbeit. Muss ich wegen höher drehen lassen, aber. Oder soll ja was zu tun haben. So, bei der Gelegenheit speichern wir auch gleich mal. Ich sehe da unten schon wieder ein unfreundliches Gesicht. Ein Sumpfpilz. Oho. Überraschung. Von vorne. Überraschungsangriff von vorne. Moment. Gegen was waren die jetzt nochmal schwach? Ach ja, richtig, ich weiß es nicht. Da war ja irgendwas, ne? Das wollte ich ja mal ausprobieren, glaube ich sogar, ne? Du bist so blöd, irgendwas zu machen, hör auf! Holzkeule, Holzhammer, und dann testen wir das nochmal. Nochmal Überraschungsangriff von vorne. Ich bin auch immer total überrascht, wenn jemand von vorne auf mich zukommt. Oh, scheiße, Hallen. Der teilt gut aus. Wucht, Blitzschlag, hab ich. Ja, wie hat sich nichts gemacht? Oh. Wucht, sind wir doch daheim. Ja, da knallt's ordentlich ins Morschen durch. Ich soll immer das Sätze erstmal zu Ende denken, bevor ich irgendwas sage, damit ich selbst nicht verstehe, was ich meine. Sieg bei den Göttern, nur 450 Erfahrungspunkte. War klar, dass ich ihn da umgehen konnte, das war so offensichtlich, so. Ich kann's gar nicht beschreiben. Nein, das kann man kaputt hacken. Was ist das denn? Hat sich gerade der Boden bewegt! Oh mein Gott!
Nein! Ein Anfangsgegner! Ich krieg nicht mal Erfahrungspunkte. Wie, das kann ich unendlich oft machen? Jetzt ist die Frage, passiert da was, wenn ich das ganz oft mache? Ich finde einen Stachel. Ja, yeah, mach das 10.000 Mal und du bekommst einen zusätzlichen Erfahrungspunkt wegen Hartnäckigkeit. Ich versuche das jetzt wirklich 10.000 Mal, also... Ihr könnt jetzt auch schon mal so 500 Folgen vorspulen. Aber was anderes als diesen Gegner töten, werde ich jetzt nicht tun. Also wenn es kein Let's Play wäre, würde ich das wahrscheinlich jetzt wirklich irgendwie 50 Mal ausprobieren, aber... Ich glaube, das würde mit der Zeit langsam langweilig werden. Das ist jetzt das 6. Mal? Was sagt denn überhaupt die Uhr? Ich schau mal kurz auf die Uhr, wie lange ich denn schon ungefähr aufnehme. Wie lange ich aufnehme, ja. Wie lange ich noch aufnehmen möchte. Nee, ja. Ich nehme ja schon so lange auf, nur so 20 Minuten bald. Holla. Das wird niemals langweilig. Das könnte ich jetzt den ganzen Tag machen. Ja, zweimal mache ich es noch, dann müsste ich 10 Mal gemacht haben und wenn dann nichts passiert, leck mich. Was passiert nur, wenn du beim 11. Mal was machst? Es muss doch irgendeinen Grund haben, dass da ein Loch erscheint und man diesen Anfangsgegner töten kann. Nö. Das ist bloß, um dich zu verarschen. Das ist wirklich nur, um mich zu verarschen, richtig? Ja. Keine Ahnung, ich werde mal einen. Vielleicht mal einen Maker schauen. Maker öffnen, hab ich auch noch irgendwo rumbollern. Und mal gucken, nur. Vielleicht finde ich ja noch das Geheimnis heraus. Hat jemand einen Satz? Ein Satz Nagelzähne bei? Da könnten wir den Stamm zur Not wegbieben! Nagelzähne. Nee, ich habe nur Stacheln. Das wäre zu einfach gewesen, nicht? Thomas Lang! Schlag. Verbrennen. Schmecke die Reinheit des Lichts, Moorgeschöpf. Dunkel ist stark in diesem modrigen Üb. Und der Stamm ist einfach nur sehr, sehr nass! Hm. Jetzt weiß ich, wofür das Ding gut ist. Ich brauche einen Satz Nagelzähne. Ich habe 7 Stück. Ich brauche wahrscheinlich 10 oder so. Ha, gut, dass ich schon mal angefangen habe. Dann wird das Ganze noch viel spannender. Ich habe keinen Nagelzahn erhalten. Ich habe eine Tüte Deutsch erhalten. Er weicht aus. Ich bin zu fett und zu langsam, oder was will mir das Spiel damit sagen? Du bist fett und hässlich. Du stinkst nach Wurst. Habe ich eben das Ding geklaut? Nee, ne? Dreck! Er kratzt und beißt und windet sich verrückt! Ich kann nicht lange halten! Ich setze den zappelnden Nagel auf den Stamm an! Alles weggenagt! Dann wirft die Kreatur in den Sumpf, Wälder. Sie ist immer noch von dunklen Kräften besessen. Soll der Dank für die Hilfe sein? Der kleine Nagel ist von Samlos! Lass ihn einfach frei! Ach, wir lassen ihn mal laufen. Vergiss du, wofür du streitest. Auch das Dunkel in seiner niedersten Form bleibt das Dunkle. Ha, welches denn alles? Ein Lebensgeschäft zu schlagen, das keine Gefahr darstellt. Suchst du etwa den eitlen Abglanz des Mitleids? Es kann eben jenes Geschäft sein, das den nächsten Bauern reißt. Ich kann etwas durch und durch böse sein, das dem Fortkommen des heiligen Zugs dient. Hexenjäger! 150 EP für pfiffige Part mit abwägender Milde. Guter Zeitpunkt zu speichern. Vorsicht, giftige Gase. Wenn der giftige Blase an der Oberfläche platzt, soll man Tulux-Monster stellen.
Naja, Wegscheide sind selbst für ihn gekämpft und das soll's gewesen sein. Ich hab kein Gegengift dabei, oder? Doch. Ich bin zu geizig, es auszugeben. Vergift natürlich immer alles sofort gleich. Natürlich. Ich bin so unglaublich geizig. Ach. Hey, machen wir doch noch schneller. Lass doch gleich durch alle durch. So, das nehmen wir mal mit. Also. Gott, ich will gar nicht wissen. Gott. Ich hoffe, dass niemals Baldur's Gate Freeware wird. Ah, oh, da wird das alles noch viel schlimmer sein. Das ich kenne mich doch, ich renne da dauernd in Fallen rein und. Aber ist das hier doch ganz einfach? So, das nehmen wir mit und. Ah, ich weiß schon, wohin damit. Glaube ich. Honk! Das lädt gar nicht so. Als ob so ein jämmerlicher Sumpf mich stoppen könnte. Ein paar Giftblasen da, ich habe schon viel giftigere Giftgase abgesondert. Könnte auch wieder irgendwas machen? Oder? Ah, er hat einfach nur so. Was soll das überhaupt darstellen? Ist das wieder dieser komische Nebel? Achtung, Gegner. Nein. Ange zwei Gegengift aus dem Astloch. Ja, bevor ich da jetzt nochmal reinlang mir die Hand abkackt wird. Na gut. Mir wird die Hand nicht abgehackt. Aber hätte ja sein können. So, oben, unten. Wir gehen oben lang. Oh, eine Kiste! Dann habe ich ja den richtigen Weg genommen. Ja, ist doch gut. Macht es auch gegen den Fischer? Relativ. Viel ist immer relativ.